So, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren netzpolitischen Gespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute stellen wir das Buch vor, Generation Facebook, über das Leben im Social Net. Mein Name ist Michael Sonjenko und ich bin verantwortlich für einige der netzpolitischen Veranstaltungen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute Abend werden wir mindestens in zwei Runden diskutieren. Beginnen werden wir mit den beiden Herausgebern des Buches, Generation Facebook, mit Oliver Leistert und Theo Röhle. Und danach, dann bin ich sehr froh darüber, dass wir Gerd Lowink, Anne Roth und Ralf Bendrath gewonnen haben, dieses Buch zu diskutieren. Und zwar, Anne Roth und Gerd Lowink haben Beiträge über das Buch geschrieben und Ralf Bendrath wird dann das Buch diskutieren, die beiden Beiträge von Anne Roth und von Gerd Lowink diskutieren. Die beiden Herausgeber möchte ich kurz vorstellen, bevor ich Ihnen dann Gelegenheit gebe, das Buch vorzustellen. Oliver Leistert ist an der Universität in Budapest, dort als Research Fellow tätig zurzeit und beschäftigt sich oder forscht mit internationaler Perspektive theoretisch und empirisch zu mobilen Medien, Überwachung und Protest. Theo Röhle ist Postdoc am Graduiertenkolleg Automatismen der Universität Paderborn und er beschäftigt sich mit digitalen Wissensordnungen, neuen Formen der Überwachung sowie Machtkonzepten in den Medienwissenschaften und in Science and Technology Studies. Wenn ich die in den letzten Tagen in die Zeitung geguckt habe, in der Hoffnung, ein paar Überschriften bzw. Artikel zu finden über das heutige Thema, tauchten Dinge auf wie die Millionen Augen von Facebook. Ist die Rede davon, dass Facebook vor das Verfassungsgericht zitiert werden soll. Ist die Rede davon, dass Facebook und auch Google vor dem Bundestag erscheinen sollen. Aber ich glaube, das war nicht sozusagen im Zentrum eurer Überlegungen, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht stellt ihr kurz eure Beweggründe vor, warum dieses Buch und welche Richtung ihr damit einschlagen wolltet. Ist das an so? Einfach weiterreden, okay. Ja, also die Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal, dass Facebook ja bekanntermaßen eins der wichtigsten Phänomene im Moment im Netz ist. Also die Fakten kennen ja die meisten Leute, also 700 Millionen Mitglieder inzwischen. In den USA der größte Anbieter von Display-Werbung, international gesehen nach Google der zweitgrößte Werbeanbieter im Netz überhaupt. Auch wirklich eines der Phänomene, an dem eigentlich diese Monopolisierungstendenzen und auch die Kommerzialisierungstendenzen im Netz sehr deutlich zutage treten. Und unser Problem war, glaube ich, dass in der Debatte darüber, dass sie relativ häufig pendelt zwischen so einem Alarmismus und so einer Art von Faszination, die sich dann auch unter anderem an diesem Film festmacht oder so. Und dass wir jetzt eigentlich vermisst haben, dass da mal sowas wie eine theoretisch fundierte Debatte drüber geführt wird, die auch einfach medienhistorisch das Ganze vielleicht ein bisschen kontextualisiert, die sich halt auch mit den technischen Spezifika dann auch wirklich kompetent auseinandersetzt. Und dabei aber auch nicht so ganz kulturpessimistisch an das Ganze rangeht, sondern wirklich auch von Leuten, die halt auch Lust haben, sich mit der Technik auseinanderzusetzen und vielleicht das auch einfach selber nutzen und eben in diesem ja doch irgendwie paradoxalen Nutzungsverhältnis sich damit dann irgendwie theoretisch fundiert auseinandersetzen. Ich glaube, so kann man die Grundintention zusammenfassen. Ja, vielleicht würde ich noch ergänzend wollen, dass wir auch eine Verkürzung in den Datenschutzdebatten gespürt haben, die es um Facebook gibt oder gab. Und also die Stichwort Privacy oder so, dass wir glauben, der Diskurs muss so ein bisschen anders geführt werden darum, auch sodass auch die Frage gestellt wird, wieso funktioniert Facebook eigentlich so gut? Wieso hat es diesen Erfolg?
Also welche Subjektivitäten, welche Menschen werden damit angeschrieben? Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen den Nutzern von Facebook und der Maschine Facebook? Denn wir glauben, dass da ein Verhältnis besteht, das erst sozusagen den Erfolg von Facebook erklärt. Und eine These des Buches, die auch immer wieder auftaucht, ist, dass Facebook auch eine Funktion erfüllt, die dem heutigen Zustand der Gesellschaft entspricht. Also zum Beispiel, wieso muss ich mich darstellen? Wieso muss ich immer über mich berichten? Wieso muss ich ständig dafür sorgen, dass es Neuigkeiten über mich gibt? Das hat ja auch, also es gibt bei uns einen Beitrag, der nennt sich Facebook als Assessment Center. Und die Idee ist dabei zum Beispiel zu sagen, dass sogar Freizeit, sogar Alltag, meine privaten Äußerungen inzwischen in einem Regime verortet werden, in einem Dispositiv sind, die nach einer Manager-Logik funktionieren. Also darum Assessment Center. Und all diese ganze, also diese einschließlich der Frage des Erfolges von Facebook, um den zu verstehen, muss man, glaube ich, oder das war unsere Intention, auch einen weiteren theoretischen Horizont aufzuspannen, der versucht, das einzufangen. Könnt ihr kurz, oder Oliver oder du, Theo, diesen Erfolg einfach definieren? Warum sind sie so erfolgreich? Ohne jetzt das Buch zu verraten. Also dazu lassen sich Thesen formulieren. Eine glaubwürdige und starke These, finde ich, ist, dass Facebook auf ein Bedürfnis der Gesellschaft reagiert. Und das Bedürfnis besteht darin, dass Facebook psychologische Prozesse auch im Menschen einfach befriedigt. Die Frage nach Anerkennung, die Frage nach etwas Lustiges über jemand anderen zu erfahren, was völlig bedeutungslos ist. Und in diesem Rausch von Informationsaustausch sich eine Ablenkung oder so etabliert von vielleicht Dingen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, weil sie einen vielleicht überfordern würden in dem Moment. Insofern Facebook eine Art Maschine des Weiterlaufens ist aus. Und das wäre jetzt eine sehr kritische These aus dem Zustand der Gesellschaft, denke ich, aber denn es ist ja schon erstaunlich, dass die Menschen wirklich, also Facebook ist die Webseite im Internet, wo am meisten Zeit verbracht wird. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren, ich weiß nicht mehr, 20 Minuten im Schnitt. Tut mir leid, ich habe gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf. Nur 20 Minuten wohl kaum. Also zumindest ist das die Seite, die, wenn sie besucht wird, wo am längsten verweilt wird. Das zeigt halt auf, dass es eine Art von Effekt darin geben muss, der sehr ansprechend ist. Und das, glaube ich, wäre ein Grund des Erfolgs. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also wenn man jetzt Erfolg nicht nur als Popularität meint, sondern auch den ökonomischen Erfolg, dann hat Facebook ja wirklich eine völlig andere Art der Werbung nochmal etabliert und eine völlig andere Möglichkeit, auch Leute also direkt anzusprechen, die eben nicht mehr nur über die klassische Bannerwerbung funktioniert oder über das Suchmaschinenmarketing, wo man quasi eine Verbindung zwischen Suchanfrage und Werbung hat, sondern wirklich dadurch, dass ja jeder Like dann wirklich zu der einzelnen Person zurückverfolgt werden kann, dass sich da quasi eine Kommunikationsebene zwischen und eine Verbindung zwischen Wirtschaft und Nutzern etabliert, die also für Werbetreibende wirklich traumhafte neue Zustände sind, weil sie halt sowohl also wirklich auf der Detailebene Einzelpersonen ansprechen können, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese ganzen Daten in aggregierter Form durch die Schnittstellen, für die sie ja dann auch bezahlen, zur Verfügung gestellt kriegen. Und also ein besseres Überwachungstool, ich meine, das sagen ja sogar die Marketingleute selber, kann man sich eigentlich nicht wünschen als Unternehmen. Ihr habt euch nun der Maschine Facebook als Wissenschaftler genähert und wahrscheinlich auch so eure Autorinnen und Autoren gefragt, ob sie beitragen wollen. Seid ihr nun selber ja eher der Maschine oder seid ihr fasziniert oder der Faszination erlegen, ihr als Personen? Oder gibt es auch etwas, wo ihr dann sagt, also wir haben uns das
diesem System, dieser Maschine genähert und finden, dass das und das an diesem System reguliert werden muss. Sprich, welche Erwartungen habt ihr an die Politik in dieser Richtung? Also der Faszination der Maschine erlegen bin ich gewiss nicht. Also je mehr ich mich damit beschäftige, umso abstoßender finde ich sie eigentlich, muss ich sagen. Du bist doch drin, oder? Ich bin drin, aber auch nicht wirklich im Sinne von ich als ich und ich bin adressierbar als solcher, sondern ich bin da sozusagen zu Forschungszwecken drin. Also ich nutze es nicht privat. Die Frage an die Politik, ja. Also ich glaube, was unglaublich wichtig ist, wenn man ein bisschen mal prognostiziert in die Zukunft, nächsten 10 Jahre, dann ist ja damit zu rechnen, dass die ganze Datenwelt auf mobilen Endgeräten stattfinden wird, zum größten Teil. Das heißt, die Leute, jetzt auch schon, aber eben dann noch in viel größerem Maße, werden ständig online sein mit ihren kleinen Gadgets und auch in ihren Social Networking Seiten unterwegs sein. Und da wäre für mich die erste Frage so, die Leute, die jetzt 12 sind oder 13 und jetzt anfangen, ein unglaubliches Datenarsenal aufzubauen über sich, was dann bei Facebook eben zum Beispiel gehortet wird, wie lässt sich verhindern, dass das zur totalen Datenkatastrophe wird? Wie lässt sich da gegensteuern? Und da wäre, wenn ich jetzt die Politik adressieren soll, wäre, glaube ich, sowas wie, es müsste zum Beispiel die Kultusministerkonferenz müsste zusehen, dass im Curriculum der Lehrerausbildung Social Media Kompetenz stattfindet, dass die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen ihren Schülerinnen und Schülern klar machen, was sie da machen, was das für Folgen haben kann, welche Effekte es haben kann und dass das gar nicht nur ein Spiel ist, das Ganze. Das wäre erstmal ein Anliegen, was sich glaube ich auch real umsetzen ließe. Momentan gibt es, soweit ich weiß, an den Schulen fast kein Personal dafür. Und wenn, dann ist das auf Initiative einzelner Lehrkräfte. Jo. Der Faszination erlegen manchmal schon, also weil ich schon merke... Auch nur zu Forschungszwecken unterwegs, oder? So, ich kann ja so tun, als wäre es zu Forschungszwecken, aber ich muss schon sagen, also dieser ständige Stream einfach von irgendwie mal netteren, mal weniger spannenden Sachen ist an sich schon wogegen man sich erstmal schwer abschotten kann, oder was irgendwie auch erstmal Spaß macht einfach. Aber gleichzeitig halt die ganze Zeit konfrontiert zu werden mit solchen Sachen wie eben auch einer Werbeeinblendung, wo dann steht, dass Freundin X jetzt irgendwie den Bodyshop gut findet, weil sie den gerade geliked hat. Ich finde, da ist man quasi auch immer wieder, man dieses Paradox erfährt man quasi auch die ganze Zeit, wenn man dann drin ist. Und ja, Erwartungen an die Politik, ich würde halt sagen, ich meine, die ganze Datenschutzdebatte läuft ja im Moment und die Frage auch, was kann man jetzt eigentlich heute unter Datenschutz verstehen? Was wird von den Nutzern erwartet an Datenschutz? Wenn die keinen mehr erwarten, brauchen wir dann keinen mehr? Diese ganzen Fragen stehen ja im Raum. Aber vielleicht sollte man auch erstmal quasi die Werkzeuge, die eigentlich ja schon da sind, auch ernsthaft umsetzen, inklusive auch einfach genügend Personal zur Verfügung stellen und dann mal gucken, was halt passiert, wenn jetzt, wie zum Beispiel gerade in Schleswig-Holstein, mit der Like-Button und Debatte oder so, oder auch jetzt war ja, glaube ich, heute oder gestern, dass jetzt die Gesichtserkennung, dass da jetzt ja dann doch mal gegen vorgegangen werden soll, dass man sowas mal wirklich auch mit genügend Ressourcen versieht, um solche Prozesse auch mal bis zum Ende durchzuziehen und dann mal gucken, ob die Werkzeuge nicht eigentlich schon ausreichen, die halt da sind. Wenn ich in euer Buch schaue, dann glaube ich, dass viele dieser Aspekte gar nicht so in der allgemeinen Diskussion sind um diese Maschine Facebook. Welche Erwartungen habt ihr an die Rezeption des Buches? Also geht es nur in eine Richtung, dass sozusagen mehr über das Bescheid wissen, über das, was sie da tun und nicht bloß jeden Tag da daddeln? Und es ist schon daran gelegen, mit dem Buch aufzuklären, auf jeden Fall. Auch anregen, wirklich selber zu denken, was tue ich da eigentlich, wenn ich da jeden Tag drin kommuniziere, denn das ist ja
Das Gemeine ist ja auch, dass einem selbst kommt das unglaublich ephemär, also vergänglich vor, was man da tut. Aber die Datenberge, die wachsen an. Und dieses so, ich glaube, wenn man mal konfrontiert werden würde mit seiner vergangenen Kommunikation auf Facebook, angenommen, man ist ja jetzt seit 5 Jahren oder so, das wäre ein Schock, kann ich mir gut vorstellen. Und also Rezeption des Buches, ich glaube, uns würde sehr freuen, wenn die Debatte um Facebook einen Schritt zurückgeht und diesen Gegenstand nochmal versteht als etwas, das nur innerhalb der aktuellen gesellschaftlichen Formation auch so funktionieren kann und nicht nur als einen von allem losgelösten Gegenstand sieht und die Frage aufwirft, also die Debatte die Frage auch aufwirft, warum, welches Bedürfnis erfüllt Facebook, was nicht anders erfüllt werden kann und welche Art von Ersatzbedürfnis ist das vielleicht, was da befriedigt wird. Das wäre, also das ist natürlich ein hehres Ziel, aber das wäre natürlich sehr schön, wenn so eine Debatte angestoßen werden würde. Theo, wie ist es bei dir? Ja, also würde ich mich jetzt erstmal einfach anschließen, glaube ich. Also Aufklärung denke ich auch. Ich finde auch, also diese Asymmetrie vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, die wirklich auch zwischen den Möglichkeiten, die die Nutzer haben, eigentlich, also zu sehen, was da eigentlich passiert, welche Daten erhoben werden und so weiter und welche Möglichkeiten von Unternehmensseite bestehen und dass diese Asymmetrie quasi immer stärker auch in diese technischen Verfahren mit eingebaut wird, das fände ich schon gut, wenn man sowas nochmal stärker mit in die Debatte einbringt. Aber generell würde ich auch sagen, dieser Schritt zurück ist eigentlich der zentrale Punkt des Buchs, würde ich letztendlich sagen. Also dass man nicht so sehr, obwohl jetzt der Titel natürlich Generation Facebook ist und das so sehr auf Facebook ausgerichtet ist. Aber letztendlich hängt es ja nicht, ob das jetzt Facebook heißt oder irgendwie anders. Es geht eben um die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Strukturen, die diese ganze technischen Möglichkeiten letztendlich erst hervorbringen. Ja, vielen Dank. Das wäre jetzt die erste Runde gewesen mit den beiden Herausgebern. Jetzt machen wir das Buch quasi mal auf, gucken uns 2 Beiträge an und lassen das alles rezensieren von Ralf Bendrath. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Theo. Ihr kommt dann zum Schluss nochmal dran. Und ja. Jetzt, ja bitte. Genau, vielen Dank für die neue Folie. Wir machen das Buch auf. 2 Beiträge, Anne Roth und Gerd Lowink. Dazu ein Kommentar, ein Beitrag zum Abschluss dieser Runde von Ralf Bendrath. Anne Roth ist Bloggerin, Netz- und Medienaktivistin, Diplom-Politologin und hat unter anderem das Nachrichtennetzwerk In die Media mitgegründet. Sie hat einen Beitrag geschrieben im Buch, der lautet, dessen Titel ist Facebook, Those Sites Are On You. Ich habe das so gelesen als, ja, oder das Stichwort herausgenommen, dass ein Blog einer polizeilich überwachten. Das ist das, was mir jetzt so hängen geblieben ist jetzt von dem Beitrag. Gerd Lowink hat geschrieben über Anonymität und die Krise des Multiplen selbst. Gerd Lowink, Gründungsdirektor des Institute of Network Cultures, ist Medientheoretiker und Netzkritiker und ist aus Amsterdam zu uns gekommen. Ralf Bendrath, Politikwissenschaftler, in der Eigenschaft hier als jemand, der für Jan-Philipp Albrecht arbeitet, der im Europäischen Parlament für die Grünen sitzt, aber lange Zeit schon ja, Netzpolitiker, ich weiß gar nicht, wie man dich nennen sollte, aber Ralf Bendrath kommt dran, nachdem Gerd Lowink und Anne Roth ihre Beiträge uns kurz vorgestellt haben. Gerd, bitte. Ja, wieso Facebook? Ich finde die Frage ist richtig. Die Frage kann man auch geschichtlich angehen. Ich denke, Facebook ist vorgekommen aus der Dotcom-Krise und natürlich auch ein Produkt
der sagen wir, letzte Phase, wo das Internet zur Massenkultur geworden ist. Das heißt, man kann Facebook gar nicht begreifen, wenn man nicht erstmal weiß, auch dass über 2 Milliarden Leute schon im Netz tätig sind. Das heißt, diese Massifizierung des Netzes, ja, die ist schon sehr wichtig. Ich glaube, für mich kommt Facebook auch, ist auch ein Phänomen nach den 9.11. und die ganze, sagen wir mal, Sicherheitswellen und die ganze Paranoia wegen Terrorismus. Warum? Weil Facebook eben alle die Möglichkeiten gibt, dass diese große gefährliche Welt, die da draußen ist, voller Viren und Leute, die skimmen und Leute, die irgendwie, ja, der andere ist der Gefahr, ja, und potenziell im Netz, ja, man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat, hat man mit Software zu tun, mit einem Bot oder irgendwie, ja, das Böse ist einfach da. Vielleicht nicht sichtbar, aber eben deswegen noch gefährlicher, weil es unsichtbar ist, auch weil es technisch ist. Und Facebook hat da ganz klar natürlich auch in einer Entwicklung von Software, natürlich, die geht zurück zu den 90er Jahren oder vielleicht noch früher, natürlich gesagt, gut, wir bauen etwas, was sicheres ist. Ne? Also vielleicht nicht sicher im technischen Sinne, sondern im emotionalen Sinne. Nämlich etwas, was vertraut ist. Deswegen ist diese Definition natürlich von Freunde und die man einlädt und wo, ja, das ist alles extrem wichtig, um zu verstehen, warum es zu so einem Erfolg gekommen ist. Das heißt, diese Walled Garden, diese abgeschirmte Gebiete, in denen man sich halbwegs sicher fühlt. Das ist für sehr viele Leute ist das wichtig. Dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass die Software, die Interfaces und Benutzeroberflächen und so relativ einfach sind. Und das ist auch in der Geschichte des Internets immer wieder so gewesen. Wenn man etwas baut, was einfach ist, dann kann es in relativ kurzer Zeit eine kritische Masse erreichen und ja, dann tretet eben diesen Effekt auf von Vernetzung und Vernetzung und so weiter, ne? Damit es dann richtig exponentiell wächst. Und das ist eben mit Facebook passiert und mit sehr vielen ähnlichen sogenannten Web 2.0 Initiativen. Mein Beitrag in dem Buch bezieht sich aber auf einen ganz engen Teil dessen, nämlich die strategische Frage, warum Mark Zuckerberg und einige andere im Facebook immer wieder gesagt haben, man darf nicht anonym auftreten, man darf keine zweite Identität haben. Man muss sagen, wer man ist. Ja? Nun ist das, und die amerikanische Regierung hat da auch gesagt, ja, das stimmt, das ist sehr gut. Das ist, erleichtert natürlich auch die Überwachung enorm. Aber es hat auch mit diesem Sicherheitsgefühl zu tun. Nämlich dann, dass man, wenn andere auf dich zukommen, dann weiß man eben auch, wenn man innerhalb der großen globalen Facebook-Familie ist, dass es eben auch eine reale Person ist und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, diese Austreibung der Anonymität und der multiplen Identitäten steht für mich eng in Verbindung mit den, sagen wir mal, großen politischen, doch sehr konservativen Klimat im Westen.
Und in dem Beitrag beschreibe ich dann eben natürlich ein bisschen so, wie wo die Anonymität herkommt oder weil das natürlich eine bestimmte Geschichte hat im Netz. Nun kann man sagen, diese Geschichte wiederholt sich im gewissen Sinne auch, so wie im 18. Jahrhundert bei der Gründung der Vereinigten Staaten auch sehr viele anonym aufgetreten sind. Und man sieht immer wieder, wenn es große soziale Bewegungen sind, dass am Anfang Pseudonyme und Anonymität immer wieder vorhanden ist. Und dass, wenn es richtig sich etabliert, dass es immer wieder in Frage gestellt wird. Gut, man kann natürlich auch eine Verbindung machen, natürlich zu den autonomen Bewegungen, gerade hier in Berlin und in Deutschland auch, Italien, wo man immer gesagt hat, Anonymität ist ein Recht, wenn man demonstrieren geht, ja, dann ist das ein Recht, dass man nicht registriert wird, beobachtet wird und so weiter. Na gut, auch viele, die vielleicht aus den 80er und 90er Jahren stammen, wissen auch über die große Diskussion, auch innerhalb der Bewegung übrigens, zu dem Thema. Also ich möchte einfach diese Verbindungen direkt nochmal wieder auch geschichtlich herstellen. Ich denke, dass es für uns alle wichtig wäre, dass wir ein Recht dazu haben. Wenn man ein Recht hat, heißt es nicht, dass man es auch immer wieder benutzen muss. Aber ich würde mir ganz eher wünschen, dass wir wenigstens in der Diskussion, in der Öffentlichkeit, die wir selbst herstellen, was damals Gegenöffentlichkeit hieß, dass wir da wenigstens die Möglichkeit zur Debatte stellen von dem, was ich Massenanonymität genannt habe. Und warum ich das Massenanonymität nenne, ist nämlich, dass natürlich die individuelle Anonymität heutzutage vor allem im Netz fraglich ist. Die absolute, hundertprozentige individuelle Anonymität, die gibt es im technischen Sinne, die gibt es ja im geheimdienstlichen Sinne, gibt es die nicht, weil man immer in letzter Instanz doch rausfinden kann, ja, auch wenn man alle möglichen Tricks benutzt, wer diese Person ist oder wenigstens wo diese Person irgendwo mal war und so weiter. Also das führt, glaube ich, zu einer gewissen Krise, vor allem bei Aktivisten. Gibt es noch eine Anonymität, wenn ich irgendwas machen? Ja? Vielleicht nicht. Diese Unsicherheit ist heutzutage einfach da, ist immer da. Auch wenn man auf die Straße geht natürlich, ja, gibt es irgendwo Kameras oder ja. Gut, aber das ist im Netz noch mal stärker. Gut, das ist die politische Deutung. Ich habe aber auch noch einen anderen Grund, weswegen ich schwer dafür plädiere, dass wir anfangen mit diesen Experimenten für Massenanonymität, ist nämlich, dass ich befürchte, dass wenn Facebook noch ein bisschen weiter wächst, ein bisschen größer wird, ein bisschen sich auch etabliert, auch in Richtung nicht nur von Benutzern, sondern vor allem in sich vernetzt in der institutionellen Welt, dass wir dann in eine Position kommen, in dem Facebook also sagt, du bist Threadloving, ja, also ich kaufe irgendwas ein. Ich melde mich über Facebook an und kauf dann irgendwas oder ja. Das heißt, die Facebook und das kann man auch nachlesen in den eigenen strategischen Papieren von dieser Firma, strebt an, dass sie sozusagen Hersteller wird von globalen ID, von der globalen Identität. Ja? Und Google hat Ähnliches vor,
Nun kann man sagen, das ist der Horror, das ist die, ja, das, aber sehr viele, vor allem jetzt mit großen Kürzungen, die uns vorstehen, gibt es sehr, sehr viele nationalstaatlichen Organe, die sagen, ja gut, wenn Facebook das für uns macht, warum nicht, ja? Wenn die das wasserdicht gemacht haben, wenn man also keine zweite Identität machen kann, wenn es keine Möglichkeiten innerhalb von Facebook gibt, anonym irgendwie rumzustöbern, ja, gut, sehr gut. Der nächste Schritt wäre dann, und das kann man vor allem in Papiere von Google lesen, ist dann die Verbindung von Facebook und Google. Oder eins von den beiden, ich weiß es noch nicht so richtig, in Richtung von Bankenwelt. Das heißt, dass sie selbst zu einer Bank werden. Und Google ist da am weitesten, ja, weil sie schon diese Identität ziemlich klar identifiziert hat. Und das Ideal sozusagen wäre, dass man über diese sozialen Netze auch Einkäufe macht und so weiter und so weiter. Und dass diese Firmen sich selbst sozusagen von innen her monetarisieren. Ja, dass sie, und Google hat ein paar Anfänge gemacht in die Richtung, die sind nicht so, haben nicht so richtig geklappt. Aber ja, das ist für mich die Stoßrichtung und in diese Richtung spielt diese Frage von Anonymität und Identität eine entscheidende Rolle. Vielen Dank, Gerd. Anne Roth, dein Beitrag im Buch? Mein Beitrag im Buch ist, es gibt ja die längeren wissenschaftlichen Beiträge im Buch und dann gibt es einzelne kürzere Kommentare. Davon habe ich einen geschrieben, aus einer aktivistischen Perspektive, also nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und der setzt sich mit dem aktivistischen Dilemma auseinander. Kann man Facebook jetzt benutzen? Sollten wir Facebook benutzen oder nicht? Und das mache ich an meinem eigenen Dilemma, was entstanden ist. Eben, das hast du ja schon gesagt, aus der Erfahrung einer totalen Überwachung, die ich erlebt habe, weil mein Freund 2007 hier in Berlin als Terrorist verdächtigt und festgenommen und auch in Untersuchungshaft gesteckt wurde und wir dann in dem Moment realisiert haben, dass wir, also unsere ganze Familie eben vollständig überwacht wird, was E-Mails, Telefone angeht, Kameras vor dem Haus, Lauschangriffe, GPS, Peilsender am Auto, also sozusagen das komplette Programm, was die deutsche Polizei für Terroristen bereithält. Und das hatte eine ganze Reihe von Konsequenzen, aber in Verbindung mit in Verbindung mit Facebook stellte sich dann, Facebook spielte 2007 noch nicht so eine große Rolle, gab es schon, aber also hatte überhaupt nicht die Dimension wie jetzt. Und dann so etwa ein Jahr später aber war es gerade mächtig im Wachsen begriffen und dann stellte sich natürlich die Frage, auch für mich, benutze ich das nicht? Als Medienaktivistin war ich im Netz schon lange unterwegs, das hast du auch gesagt, ich habe hier in Deutschland Indymedia mitbegründet, also fühlte mich im Netz schon sehr zu Hause, hatte aber auch eine große Skepsis gegenüber diesen kommerziellen Plattformen. Also im Unterschied zu dem, was Gerd eben beschrieben hat, fühle ich mich auf kommerziellen Plattformen weder besonders wohl noch besonders sicher, sondern fühle mich eigentlich sehr viel mehr zu Hause in technischen Strukturen, die eben nicht anonym von irgendeiner Firma besessen werden, sondern betrieben werden von Leuten, die ich kenne, wo ich den Eindruck habe, ich weiß, wo meine Daten sind, ich weiß, wer die behandelt, und wenn ich denen vertrauen kann, dann fühle ich mich da wohl. Das geht mir bei Facebook so in der Form gar nicht so, aber das ist sicherlich ein Unterschied zwischen Leuten, die eben sich im Netz schon lange wohlfühlen und auch einen politischen, aktivistischen Hintergrund haben und Leuten, die bei denen das eben überhaupt gar nicht so ist. In dieser Phase, als wir mit dieser Überwachung lebten und mit der Androhung lebten, dass André
eben nicht nur also festgenommen wurde, sondern in U-Haft steckte und zunächst mal auch nicht völlig unwahrscheinlich war nach diesem Erlebnis, dass er dann eventuell auch angeklagt und verurteilt wird, war ja die Notwendigkeit da, damit irgendwie umzugehen. Und unsere Antwort darauf war zu dieser Zeit, sagen, das Einzige, was uns in der Situation hilft, ist eine größtmögliche Öffentlichkeit. Also so ein Vorwurf, den kriegt man, also wenn es so weit gekommen ist, dass aus sehr vielen sehr irren Begründungen ein solches Verfahren gestrickt wird und bis zur Untersuchungshaft auch geführt wird, dann ist damit einem normalen, würde ich sagen, demokratischen oder logischen oder rationalen Vorgehen nicht mehr so richtig viel dran zu ändern, weil das Ganze schon richtig weit reingeritten ist. Und dann dachten wir und sind auch so damit umgegangen zu sagen, wir müssen einfach so viel wie möglich davon öffentlich machen, um uns öffentliche Unterstützung zu holen, um dann eben darüber das abwehren zu können. Das hat auch tatsächlich funktioniert. André ist nach 3 Wochen aus der Untersuchungshaft wieder freigekommen. Das hatte weniger mit Netz zu tun, sondern mit viel Solidarität von ganz vielen Leuten, Wissenschaftlern, aber natürlich auch einer Presseöffentlichkeit, die da eine Rolle gespielt hat im Sommer und Herbst 2007. Und mit der wir aber auch durchaus aktiv umgegangen sind, also versucht haben, auch sie herzustellen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, benutzt man sowas wie zum Beispiel auch Facebook? Und bis dahin hätte ich sicherlich, also gerade politischen Aktivisten eher nicht dazu geraten, sowas zu benutzen. Und in dem Moment aber ist es ja gleichzeitig auch die Möglichkeit, ganz viele Leute zu erreichen. Und für mich ganz persönlich war dann das Motiv, meine Privatsphäre ist schon weg. Also die gibt es eigentlich nicht mehr. Die ist eh schon aufgelöst. Dann kann ich jetzt auch die Gelegenheit ergreifen und die Informationen über uns und unseren Alltag einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die uns mit wesentlich mehr Sympathie gegenübersteht als das Bundeskriminalamt. Haben wir dann auch gemacht, wobei ich also zunächst angefangen habe zu bloggen über eben diesen Alltag mit Antiterrorüberwachung und dann ein Jahr später irgendwann auch mal einen Facebook-Account angelegt habe, was auch damit zu tun hat. Da teile ich nicht zum Beispiel Ollis Skepsis gegenüber diesen Plattformen. Ich spiele gerne mit sowas, mir macht das Spaß, ich probiere sowas. Also für mich hat das auch einen wirklich großen Reiz, so eine Sachen dann auszuprobieren. Und dann hat sich gewissermaßen das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und meine Erfahrung allerdings, das habe ich dann in dem Kommentar auch aufgeschrieben, war, dass das nicht gut funktioniert hat. Also, dass mein Blog von sehr viel mehr Leuten gelesen wird als die Facebook-Seite, die ich mit parallelen Informationen gefüttert habe. Die dümpelt bis heute vor sich hin. Mittlerweile, also außer einem RSS-Feed, findet da nicht mehr sehr viel statt, weil die nie viel Zuspruch gefunden hat. Das fand ich durchaus auch, also ich habe da keine wirklich vernünftige Erklärung dafür, warum das so ist. Es kann sein, dass das Zufall ist. Es kann auch sein, dass vielleicht Leute, die sich für sowas interessieren, natürlich besonders empfindlich gegenüber so einer Überwachungsproblematik sind und vielleicht deswegen dann nicht auf den Like-Button klicken, wenn der sich auch noch mit so einem Thema befasst, wo man genau weiß, wenn ich öffentlich deutlich mache, dass ich damit sympathisiere, dann bin ich gewissermaßen gleich als nächstes mit im Fokus von polizeilichem Interesse. Das ist natürlich auch ein Problem. Kann sein, dass das dabei eine Rolle gespielt hat, das weiß ich jetzt im Grunde auch nicht. Und ich habe dann in dem Kommentar auch versucht, dieses Dilemma eben so ein bisschen auszuleuchten, finde ich, dass Aktivisten Facebook benutzen sollten, ja oder nein? Und ich finde, da gibt es keine Ja- oder Nein-Antwort, weil ich denke, dass natürlich die Überwachungsgefahr ganz dramatisch groß ist. Also es gibt ein ganz aktuelles Beispiel. Gestern, glaube ich, hat ein Gericht in den Vereinigten Staaten entschieden, dass die Twitter-Daten von Jake Applebaum, Birgit, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, diese isländische Politikerin, die gemeinsam mit eben Jake Applebaum und wer war der Dritte? Rob Hongreib, mit WikiLeaks in Verbindung gebracht werden. Die müssen also jetzt ans FBI ausgehändigt werden. Und zwar jetzt deren Twitter-Daten bedeutet, sämtliche Leute, die ihren Accounts folgen, die irgendwie auf Twitter mit ihnen zu tun hatten, ihre persönlichen Daten, soweit sie die bei Twitter eben hinterlassen haben. Und all das wird jetzt ans FBI überreicht. Und ich weiß aus unserem Verfahren, und das wird das FBI sicherlich nicht anders machen, dass alle Personen, die in Kontakt mit solchen verdächtigten Personen stehen, eben einmal durchgecheckt werden und dann in der Datenbank drin sind.
Das finde ich, ist eigentlich Grund genug zu sagen, sowas darf man überhaupt nicht anfassen. Das geht gar nicht. Das ist wirklich wahnsinnig gefährlich. Wer weiß, was das für Folgen hat. Für die meisten Leute hat das wahrscheinlich keine Folgen, aber Einzelne werden natürlich dann im Raster hängen bleiben und sicherlich auch einer verschärften Überwachung ausgesetzt sein. Und das geht eigentlich gar nicht. Und auf der anderen Seite aber ist es eben so, immer mehr Leute benutzen Facebook, immer mehr an wie auch immer gearteter Öffentlichkeit findet auf diesen Plattformen statt, Diskussion findet dort statt. Und wenn ich als politische Aktivistin Leute erreichen will und etwas mitteilen will, dann nützt es mir nichts, wenn ich mich in einer kleinen Insel befinde, wo sonst niemand ist außer mir, denn ich will ja mit der Gesellschaft in Kontakt kommen und muss natürlich dann dahin gehen, wo die Gesellschaft auch ist. Und dann wiederum Facebook, ja. Mein Fazit daraus ist ein unschöner Kompromiss. Ich würde sagen, der kontrollierten Nutzung, also mit großer Vorsicht sich da reinzubegeben und sich einfach doch wirklich sehr gut zu überlegen, wie viel von mir will ich da hinterlassen. Tue ich das tatsächlich unter meinem realen Namen oder benutze ich nicht ein Pseudonym? Ich würde da auf jeden Fall immer für Pseudonyme plädieren. Was du eben beschrieben hast, ist ja ein guter Grund dafür, warum das wirklich ein Problem ist, wenn diese ganzen Daten Personen zuzuordnen sind. Ich glaube nicht an die totale Allmacht der anderen Seite, die wo alle Behörden 1A zusammenarbeiten und wenn sie denn wollen, jemanden bis auf die Knochen ausziehen können. Ich denke, dass es auch da ja unterschiedliche Motivationen gibt, Leute zu verfolgen, dass zum Beispiel eine Firma ein ganz anderes Interesse hat, eine Person anzugucken, als meinetwegen eine Polizeibehörde oder ein Einwohnermeldeamt oder sowas. Also das sind jeweils unterschiedliche Interessen und solange es möglich ist, viel von der eigenen Person und Privatsphäre für sich zu behalten, denke ich, ist das immer der bessere Weg dazu und da gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten. Also du lässt deinen Account laufen, benutzt den für deine Arbeit, aber in dem Sinne kontrollierst du, was du dort machen willst, beziehungsweise oder schwankst du und es könnte auch sein, dass du dann doch mal den Hebel umlegst und sagst, ich will da raus oder ich gehe da raus. Nee, das glaube ich, also ich weiß, es hängt doch davon ab, wie sich Facebook entwickelt. Ich habe eine Facebook-Seite, die sozusagen meinen Blog widerspiegelt und sich mit dieser Überwachungsthematik befasst. Das schleift ziemlich, das benutze ich kaum, aber ich habe auch einen persönlichen Account, den benutze ich durchaus, weil der ja auch angenehme Vorteile hat, die ich jetzt wahrscheinlich nicht so besonders ich bin jetzt kein Fan von Leuten virtuelle Blumen zum Geburtstag zu überreichen oder mitzukriegen, wer bei Bodyshop einkauft, interessiert mich jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Menschen, die ich kenne, die irgendwo am anderen Ende der Welt leben, von denen ich sonst gar nichts mitkriege. Wer schreibt heute noch Briefe? Ja, da finde ich Facebook ganz, ganz angenehm, auch für mein Privatleben. Das benutze ich durchaus weiter. Ich habe im Moment eigentlich eher das Problem, dass es zu viele dieser Plattformen gibt und ich einfach von der Kapazität her und auch keine Lust habe, so viel Zeit damit zu verbringen, jeweils diese Dinge bei Diaspora, bei Facebook, bei Google+, bei Twitter, bei und so weiter und so fort jeweils unterzubringen. Und weil sich das aber auf die verschiedenen Plattformen verteilt, was ich grundsätzlich gut finde, weil ich das auch gefährlich finde, wenn das alles in einer vereint ist, ist es aber eigentlich immer so ein bisschen so ein Gießkannenprinzip. Ich sprenkle ein bisschen Informationen nach hier und ein bisschen nach dort und das finde ich keine optimale Lösung, wie das im Moment organisiert ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also die eine Plattform, die dann alles verbindet. Ich hoffe ja eigentlich gerade, weil Google und Facebook beide die eine Plattform sein wollen, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen tot treten, aber das werden wir noch sehen. Gerd Lowing, Anne Roth spricht von kontrollierter Nutzung. Ist das auch deine Art, mit Facebook etc. umzugehen? Letztes Jahr auf der Respublika, im April, glaube ich, war das, gab es so ein erstes großes Treffen über wie große NGOs in Deutschland eigentlich mit Facebook umgehen. Ging es um Strategien von Online-Kampagnen. Und damals hat man schon eine ziemlich klare Trennungslinie gesehen, dass die institutionellen, sagen wir mal, NGOs, so wie Greenpeace, aber es gibt noch viele andere, dass sie sehr gerne von Facebook Gebrauch machen, auch weil es natürlich sehr viel Geld
spart und auch weil sie sehr viel zurückbekommen. Also wenn es um Spenden geht und so weiter, dann erreichen sie recht einfach ihr Ziel. Sie bewirken eine große, relativ ja, große Öffentlichkeit, vielleicht sogar im Vergleich zu Printradio und Fernsehen. Und das ist natürlich schon was, wenn man eine Kampagne anfängt. Also ja, von dem Gesichtspunkt aus kann ich das verstehen. Aber dann reden wir natürlich nicht um individuelle Benutzung. Ne? Das ist der große Unterschied. Eigentlich, du machst diese Trennung ja auch. Aber gut, das ist dann aus professioneller Sicht. Aber die Probleme mit Facebook, die immer wieder aufkommen, haben eigentlich nichts zu tun mit dieser institutionellen oder professionellen Benutzung. Es geht da immer um Einzelfälle, um Individuen. Und deswegen finde ich die Frage, was die große Kampagnen damit machen, ja, mach schon, ja, klar. Aber damit ist das Problem noch nicht aus dem Weg. Vielen Dank. Ralf Bendrath hat sich schon einige Notizen gemacht und ist jetzt gleich dran. Vorher möchte ich aber Sie schon einmal bitten und dafür werben, dass Sie auch am Gespräch teilnehmen. Quasi ist Ralf Bendrath die Eröffnung des richtigen Gesprächs, nachdem wir in zwei Beiträge des Buches reingeguckt haben, nachdem wir mit den beiden Herausgebern des Buches gesprochen haben. Auch ist das so, dass über Livestream-Chat einfach Fragen kommen können. Ich weiß noch nicht, ob die Kollegin schon was hat. Auch das wird hier reingetragen. Bitte nutzen Sie dann hier vorne das Mikro. Aber jetzt erstmal Ralf Bendrath zu dem, was heute gesprochen worden ist und zum Buch. Bitte schön. Okay, das ist gut. Ist das an? Einfach weiterreden. Okay. Ich hatte jetzt Angst, ich darf nur zu euch beiden und zu den beiden Texten was sagen. Ich hätte auch noch gerne zu den anderen Sachen was gesagt. Aber dann, wenn es jetzt eh gleich losgeht mit Öffnung der Debatte, ist das super. Vielleicht ganz vorweg, ich arbeite zwar für Jan-Philipp Albrecht im Europäischen Parlament und kümmere mich da auch um diese Themen, aber ich spreche jetzt hier wirklich nur für mich. Das geht ja irgendwie um das Buch und so, da haben wir politisch sozusagen keine großen Aktien drin, was das Buch angeht. Bei Facebook natürlich schon. Ich gehe mal kurz auf eure beiden Beiträge vielleicht direkt ein. Gerd, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das ist so der Klassiker. Du bist schon ganz, ganz lange im Netz und ich ja auch schon irgendwie über 15 Jahre oder sowas. Und dann sitzen wir als Säcke da und sagen, früher war alles besser. Ne? Früher hatten alle ihre multiplen Identitäten. Es war die wilde Hippie-Flower-Power-Zeit im Internet. John Perry Barlow war noch der Held, ne? Und so. Und ich bin da nicht sicher, ob das so stimmt, diese komische Diagnose, ne? Dass man früher sozusagen viel mehr mit multiplen Identitäten spielen konnte und so und heute alles sozusagen normalisiert wird, man auf eine sozusagen seine echte Identität auch reduziert wird und dann es nur noch darum geht, die sozusagen aufzuhübschen, ne? Und sich besser zu vermarkten oder so. Ich bin, seit ich im Internet bin, das war glaube ich 95 oder so, als das losging bei mir, immer unter meinem echten Namen aufgetreten. Und das Mittel der Wahl, in dem damals die meisten Leute kommuniziert haben, waren nicht irgendwelche komischen Online-Rollenspiele, wo man merkwürdige Figuren gespielt hat, sondern das war E-Mail. Und da hatten die meisten Leute ihren Namen irgendwie in der E-Mail drin. Das ist insofern auch nicht so anders. Und es gibt heute natürlich auch noch massenhaft Plattformen jenseits von Facebook, wo Leute sich lustige Pseudonyme und Identitäten ausdenken oder wo einfach alle nur Bernd heißen. Ne? Insofern muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken. Wo ich dir recht gebe, ist, dass es in den letzten Jahren schon diesen Trend gibt. Ich bin aber nicht sicher, ob das mit 9/11 wirklich zu tun hat, sondern ich glaube eher damit, dass generell sich mehr des normalen Lebens sozusagen ins Internet verlagert. Diesen Trend zu sozusagen zertifizierten Identitäten. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass irgendwelche Behörden oder sowas in absehbarer Zeit sozusagen Facebook
als behördengeprüfte Signaturinstanz oder sowas akzeptieren werden. Also wenn man sich die Anforderungen an den E-Personalausweis und das Signaturgesetz und so Zeugs anguckt, da kommt Facebook, wo jeder sicher mit ein paar Klicks einen Account anlegen kann, noch lange nicht hin. Das Ironische finde ich dabei, diese Geschichte aus Österreich, diese Europe versus Facebook, habt ihr mitbekommen, oder? Diese Wiener Studenten, die jetzt alle Facebook verklagen in Dublin und sagen, wir wollen alles haben, was ihr über uns wisst, und dann irgendwie 1200 Seiten lange PDFs kriegen, wo wirklich jeder Klick ja aufgezeichnet wird. Die müssen, um an diese Daten ranzukommen, alle erstmal eine Kopie von ihrem Personalausweis schicken. Und ein Nebeneffekt ist natürlich von Facebook, dass sie damit ihren Account zertifizieren. Vielleicht noch konkret zu deinem Kapitel. Was ich interessant fand, da bist du jetzt leider gar nicht drauf eingegangen, sind diese drei Ansätze, was man sozusagen dagegen tun kann, ne? Drei Alternativen oder so. Die fand ich ganz interessant. Mir ist dann allerdings leider nicht so ganz klar geworden, wie die sich dann doch konkret und trennscharf unterscheiden. Das eine ist, dass man sozusagen die dunkle Seite dieses positiven Denkens, wie du es genannt hast, stärker machen muss, ne? Weil bei Facebook ja alle erstmal so rüberkommen oder es oft so ist, man stellt sich da als lustig und hat coole Fotos und nette Freunde und ist auf schicken Partys oder sonst was. Und auch immer schlagfertig und so. Dass man sozusagen die dunkle Seite dessen auch mal betonen sollte, dass das ja auch irgendwie nicht dem normalen Leben entspricht einfach, ne? Aber was das konkret heißt, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, bei den anderen Sachen auch, wo du dann dieses, muss nachgucken, wie die Zwischenüberschrift hieß, Grenzen des Wachstums, genau, gegen diese Affluenz, das sofort jetzt alles und ich klicke die ganze Zeit nur rum und lese Status-Updates, ohne sozusagen einen wirklichen Zweck dahinter zu verfolgen. Wie übersetzt man das konkret so? Heißt das nur, ich soll einfach weniger Zeit als 20 Minuten pro Tag auf Facebook verbringen? Oder ich soll nur reingehen, wenn ich konkret ein Ziel damit verbinde? Oder? Und der letzte Punkt ist ja, dann hast du eben auch sehr stark gemacht, Anonymität. Sozusagen als positiven Gegenpol zu diesen zertifizierten, aufgehübschten, echten Identitäten da. Und da gehst du dann auch noch auf Anonymous ein und so weiter. Ich bin aber nicht sicher, dass das sozusagen die Alternative unbedingt ist, sondern da gibt es ja noch ganz, ganz viel Graubereiche dazwischen. Es müssen jetzt nicht alle anonymous werden und nur Bernd heißen oder eine echte zertifizierte Identität bei Facebook haben, sondern man kann ja auch viele verschiedene Pseudonyme haben oder so. Also ich glaube, das ist das Interessante, dass man sozusagen sich auch so ein virtuelles Selbst aufbauen kann und managen kann, aber auf pseudonymer Basis, nicht auf anonymer. Na, wenn ich anonym bin, dann bin ich sozusagen immer nur pro Ereignis irgendwie vorhanden. Wenn ich ein Pseudonym habe, dann bin ich sozusagen, baue ich mir auch so eine Geschichte auf. Und davon kann ich ja mehrere haben, ne? Da hätte ich mir, glaube ich, bei diesen drei Punkten immer so ein bisschen konkreter das noch gewünscht. Da hast du teilweise auch sehr viel dann so Literatur wiedergegeben. Nicht uninteressant, ich würde die Sachen auch gerne mal nachlesen, wenn ich Zeit hätte, aber da fehlt immer noch so der letzte Schritt. Was heißt das konkret auch? Ne? Michael will mich unterbrechen. Genau. War das jetzt das war erstmal, was ich zu Gerd kurz dann würde ich einfach, hätte. Damit wir das nicht verlieren, bitten, willst du antworten darauf? Ja, kurz. Ja, interessant. Für mich steht diese ganze Debatte sowieso erst am Anfang. Und als ich diesen Text fertig geschrieben habe, habe ich eigentlich auch kurz nachher zusammen mit Corinna Patelis aus Zypern die Unlike Us-Initiative angefangen. Unlike Us ist ein globales Netz von Leuten, die sich mit Alternativen in sozialen Medien beschäftigen. Bei dieser Initiative bewusst unklar gehalten, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb von Facebook sein soll.
Also das ist nicht die, also die Gewerkschaft von Facebook-Gegnern. Ich hätte das gerne, aber ich weiß, dass auch unter meinen wirklichen Freunden dieses Thema kontrovers ist. Also es geht mir nicht darum, dass man da erst reinkommt, wenn man sein Facebook Account gelöscht hat. Und es geht mir auch nicht um eine globale Kampagne gegen Zeitverschwendung. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht mir geht die Debatte. Nein. Ja, warum? Ich finde das cool, weil die Zeitverschwendung passiert, wenn man das richtig nachliest, auch während der Arbeit. Und ich finde, das ist auch nachgewiesen worden, dass sehr viele Leute Facebook benutzen während ihrer Arbeit. Und das finde ich gut. Das ist also ein Problem. Ist es, und da rede ich dann viel mehr als Medienaktivist, da rede ich mehr als in der Frage, so, was ich mit Ned Rossiter mache und unter diesem Begriff von organisierte Netze. Wie kann man das Netz besser benutzen? Und ich finde da, wenn man sieht, Facebook als Tool ist besonders schlecht, ist einfach. Wenn man das vergleicht mit sehr, sehr vielen anderen Software, ja, und anderen Möglichkeiten, die man hat, sich selbst zu organisieren, ja, also Facebook Groups zum Beispiel, hat so viele Begrenzungen. Das ist, ja, und darüber gibt es so viele Geschichten, dass es überhaupt nicht funktioniert und so weiter. Also als Organisationstool und auch für soziale Bewegungen, als Mobilisationstool, ist Facebook wirklich nicht die richtige Adresse, ja? Nochmal auch ganz abgesehen von die ganze Privacy Debatte und so weiter, ja? Also es gibt einfach sehr viel viel mehr, und deswegen finde ich es auch so gut, dass es so viele Leute und so viele Initiativen gibt, die Alternativen dafür benutzen, so wie Diaspora und andere. Ja, aber da ist der Ausgangspunkt, muss ich sagen, ein anderer. Also in dem Sinne gebe ich dir recht, aber mir geht es also um den medienaktivistischen Perspektive. Um nicht missverstanden zu werden, also ich finde Zeitverschwendung toll, also Arbeit muss nicht immer sein, Büro auch nicht. War das jetzt schon alles auf deinem Zettel, Ralf, oder? Zu anderen habe ich auch noch was zu sagen. Allerdings nicht so viel, aber das werdet ihr nachvollziehen, du auch, weil das ja ein deutlich kürzerer Beitrag ist einfach. Also genau diese Frage, ist das okay, wenn man Facebook für politische Arbeit nutzt? Haben wir genauso auch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung immer mal wieder, ne, so, da bin ich auch aktiv, dass wir gegen Vorratsdatenspeicherung kämpfen und gleichzeitig auf Facebook irgendwie eine Page haben, ne, was ja so eine der größten Datenkraken der Welt ist, finden natürlich einige auch dann etwas komisch. Da ist so jetzt offiziell die Kompromisslinie, soweit ich im Kopf habe, Sandra kann mich da vielleicht korrigieren, dass man sagt, das ist keine offizielle Page des AK Vorrat, aber wenn Leute, das machen halt so welche, ne? Und sozusagen um einfach die Leute, die eh auf Facebook sind, das so nutzen wie wir vielleicht auch irgendwie, um die da auch nochmal zu erreichen. Aber ich bin selber nicht überzeugt, ob das sinnvoll ist oder ob das politisch korrekt ist sozusagen. Aber das ist eben genau das Dilemma, ne? Und ich glaube, du hast sicher einen Punkt, dass in deinem Fall das natürlich extrem heikel ist, wenn man dann schnell, wenn man irgendwas liked, einfach auf den Radarschirm der Behörden kommt und so. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen anderen politischen Kampagnen, gut, da hast du jetzt ein etwas anderes Argument gebracht, aber dass bei anderen Kampagnen sozusagen politisch nicht so ganz heikel sind, sage ich mal, ne, die irgendwie für Abschaffung der Atomkraft sich einsetzen oder sowas, Facebook durchaus sinnvoll ist, vielleicht nicht das effektivste Tool, aber auch ein Tool, einfach eine weitere Öffentlichkeit, um Leute zu erreichen. Natürlich hat man dann den Nebeneffekt, dass Facebook als Firma und dann im Zweifelsfall auch das FBI oder das Department of Homeland Security mitkriegt, wer hat was geliked und so.
damit muss man dann leben, aber das muss man sozusagen den Leuten einfach auch klar machen. Das ist, glaube ich, vielen nicht so klar. Das fand ich einen guten Aspekt in eurem Buch auch, dass da nochmal richtig deutlich gemacht wurde, es gibt da zwei Seiten von Beziehungen oder auch von Datenschutzaspekten. Ne? Ganz viel wird ja immer diskutiert, die Leute sehen ja alles über mich und Facebook ändert alle halbe Jahr die Geschäftsbedingungen und dann sehen noch mehr Leute, was ich mache und ich muss wieder alles zurückklicken und so. Aber Facebook als Firma weiß natürlich alles. Und das wird oft einfach unter den Tisch gekehrt oder nicht diskutiert oder so. Ja, und jetzt, Twitter hast du schon angesprochen als Alternative. Twitter hat sich ja ewig dagegen gewehrt, dass sie die Daten rausgeben müssen zu dem WikiLeaks-Fall. Sind jetzt gestern gezwungen worden dann doch gerichtlich. Heißt für mich dann sozusagen auch natürlich als AK-Vorrat-Mitglied, da muss man halt politisch irgendwie dafür kämpfen, dass die Daten gar nicht gespeichert werden. So, Punkt. Das war keine Frage, aber du wolltest vorhin schon zum Mikrofon gegriffen, Anne. Ich antworte jetzt mal auf die nicht vorhandenen Fragen. Das ist natürlich total illusorisch, dass wir irgendwie versuchen, Facebook aufzufordern, dass sie keine Daten speichern. Ich glaube, das entzieht ihnen die Geschäftsgrundlage, würde ich sagen. Dann funktioniert, glaube ich, die Firma nicht mehr. Warum sollten sie das tun? Also Mark Zuckerberg war, glaube ich, nie jemand, der einfach nur, weil er den Menschen Gutes tun wollte, diese Plattform aufgebaut hat. Also insofern sehe ich da jetzt nicht so richtig die Perspektive. Dieses, man muss den Leuten das mitteilen, dass das gefährlich ist. Klar, ich laufe, glaube ich, die Hälfte der Zeit als quasi wandelndes Transparent durch die Gegend gegen Überwachung und für mehr Schutz der Privatsphäre. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nicht funktioniert, die ganze Zeit in Facebook zu sagen, hier Leute, das ist aber total gefährlich. Also das macht auch nicht so richtig viel Sinn. Ich glaube, das funktioniert einfach so in der Form nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Eine Frage wäre echt einfach gewesen. Ich habe jetzt gerade echt den Faden verloren. Wir können ja einfach mal weitermachen. Das dann machen wir einfach weiter. Der Faden wird sich wieder anfinden. Es gibt mehrere Wortmeldungen. Zig Wortmeldungen hier vorne. Ich würde Sie dann bitten, einfach hier vorne ans Mikrofon zu gehen. Um dann Ihre Frage, Ihr Statement zu machen. Der Punkt ist einfach, dass wir das natürlich auch dann per Livestream übertragen wollen. Deswegen brauchen wir einfach das Mikro. Und natürlich sind die beiden Herausgeber auch aufgefordert, dazu was zu sagen. Bitteschön. Ja, ich hab mal generell eine Frage. Ich habe seit 3 Jahren bei Facebook einen Account. Ich benutze es aber kaum. Ja, nur weil man es, ich dachte, man muss es mal haben. Ich habe dann aus Vorsicht, vielleicht aus Übervorsicht, nicht meinen richtigen Namen genannt. Also ich habe da einen Buchstaben verändert. Ich frage mich mittlerweile, ob das überhaupt was bringt, ob ich mir da selber schade, weil ich da jede Menge Infos kriege von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Oder das sind alles Ihre Freunde, glaube ich. Neue Freunde. Ja, das scheint ja normal zu sein bei Facebook. Ich weiß nicht. Konkret stelle ich mir selbst ein Bein, wenn ich jetzt ein Pseudonym benutze. Ich habe nur einen Buchstaben verändert, sonst ist alles korrekt. Weil ich habe auch einen Namen, der ganz selten ist. Also man kann mich ganz leicht identifizieren. Und deswegen, nicht zuerst aus dem Grund, habe ich den Namen ganz leicht geändert. Ist das dann Quatsch oder sollte man lieber gleich seinen richtigen Namen, wenn man den effektiv nutzen will, den Account, oder soll ich dann lieber schließen? Bringt das dann nichts, wenn ich den Namen ändere? Danke, das war mein Haupt. Dankeschön. Gleich eine Antwort darauf? Ich fürchte, da gibt es keine eindeutige und klare Antwort. Die Frage ist ja auch, wovor Sie sich in dem Fall schützen wollen. Also und selbst das ist nicht eindeutig zu beantworten. Viele mir jetzt schwer zu sagen, also vor einer Identifizierung ihrer Person schützt sie das sicherlich nicht, aber das schützt auch nicht, wenn man sich Mickey Mouse nennt. Wahrscheinlich ist es hilfreich, wenn man tatsächlich bei Facebook Leute wiederfinden will aus dem realen Leben, wenn man ganz korrekt den richtigen Namen benutzt. Aber ich denke, da hilft ja dann auch, wenn man das Bild einstellt und mehrere Buchstaben verändert letzten Endes. Also ich habe viele Facebook-Kontakte, die interessantesten Namen haben, die ganz sicher so nicht wirklich heißen, wo ich aber trotzdem weiß, wer sie sind.
Und auch nicht nur da, auch die Beispiele, die du vorher genannt hast, also sozusagen früher, als es noch üblicher war, dass alle unter Pseudonym im Netz unterwegs waren. Und das ist ja auch heute zum Teil immer noch so, wissen wir ja, wer sich hinter welchen Nicknames de facto verbirgt. Also ich könnte jetzt da kein Patentrezept ausstellen. Ja, also ich bin auch ein recht früher Internetnutzer. Ich habe schon meinen Account seit 20 Jahren ungefähr. Oder seit das Internet hier anfing. Ich war einer der ersten hier in Berlin, glaube ich. Und ich habe ganz bewusst nicht meinen Nickname genommen. Danke. Ja, aber vielleicht ist das auch schade. Also weil entweder man macht es richtig oder, ja. Ich finde, eigentlich ist die hohe Kunst doch, unterschiedlichste Identitäten gleichzeitig zu haben. Und dann mal so und mal so und mal in dieser und mal in jener Schreibweise. Ja, gut, aber mit Schreibfehlern, das Problem ist, Computer gehen jetzt ziemlich klug um mit Schreibfehlern. Ne? Also da, wenn ich also denke, in diesem Fall, und ich denke dann an Google, ne? Ich weiß nicht, ob Facebook das macht, Dann sagt Google direkt, aber Sie meinen doch dieser ja, ne? Sie haben diesen Namen falsch geschrieben. Also meinen Sie vielleicht diese Person? Ja. Okay, Oliver? Kurz noch zu der Frage konkret. Ich glaube, Sie sollten sich überlegen, wofür will ich Facebook benutzen? Und ist es dann einfach vorteilhaft zu sagen, okay, ich mache es unter meinem richtigen bürgerlichen Namen, denn ich möchte auch als solcher dort gefunden werden? Oder ich möchte zumindest oberflächlich erstmal nicht unter diesem Namen auftauchen und vielleicht ein bisschen mehr rumspielen können mit dem mit der Frage, wer bin ich? Dann ist das natürlich ein anderer Wunsch an die Maschine. Das wäre, glaube ich, so würde ich da rangehen erstmal. Kleine Anekdote noch, weil einer unserer Autoren war sehr schwierig zu finden, also seine E-Mail-Adresse. Und letztendlich haben wir ihn in Facebook unter dem Namen Baruch Spinoza gefunden. Aber auch nur, weil er halt angegeben hat, dass er mit einer bestimmten Frau verheiratet ist, die mit ihm zusammen diesen Artikel geschrieben hat. Also es gibt auch immer andere Wege, dann dahin zu kommen. Also mein richtiger bürgerlicher Name ist Volker Grasmuck. Ich möchte aber ein anderes Thema, also euch bitten, zu einem anderen Thema, was mir durch den Abend zu gehen scheint, etwas zu sagen, nämlich zur Öffentlichkeit. Reat hat es mit dem Begriff der Gegenöffentlichkeit aufgebracht, der ja noch aus einer Zeit stammt, 70er, 80er Jahre, wo es zwei nationale Fernsehprogramme und ein Bundeslandprogramm gab. Und das war die Öffentlichkeit. Auf dem Schulhof am nächsten Tag hatte man entweder das eine oder das andere Programm gesehen. Und das, was an Gegenöffentlichkeit sich im Netz noch am stärksten diesen Charakter bewahrt hat, ist in die Media, würde ich mal sagen. Also bei ganz vielen anderen Sites, also selbst WikiLeaks würde ich nicht mal sagen, das ist Gegenöffentlichkeit. Irgendwie passt es mit diesem aus den 70er, 80er Jahren gefühlten Begriff nicht mehr zusammen. Aber in die Media hat es. Gut, jetzt hast du gesagt, Anne, dass mit dieser Kampagne ihr versucht habt, die größtmögliche Öffentlichkeit zu erreichen und die sei auf Facebook. Auch, ja gut, aber gut, Indie Media ist die primäre Site, nehme ich an, um unterbliebene Nachrichten, Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten, wenn wir bei Nostalgie sind, war ja auch so ein bezogen auf die Hauptöffentlichkeit. Und also Frage, wo ist die Öffentlichkeit? Hintergrund vielleicht noch für diese Frage, ich beschäftige mich gerade mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem Grundversorgungsauftrag, wo ein großes Problem ist, dass es genau diesen Fokus von Öffentlichkeit, der den größtmöglichen Radius in der Nation hat, offensichtlich nicht mehr gibt und Facebook eines der großen Probleme ist, denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellen muss. Danke. Wer möchte zu diesem Statement, dieser Frage etwas sagen?
Ja, vielleicht ganz kurz dazu, dass das war, glaube ich, ein Missverständnis. Also ich bin nicht der Meinung, dass Facebook die größtmögliche Öffentlichkeit darstellt, sondern eben eine, wo man viele Leute erreichen kann, aber nicht die einzige. In die Media ist eine andere nicht annähernd so groß und eben auch eine relativ übersichtliche Sorte Öffentlichkeit, sage ich mal. Um Aktivisten zu erreichen, ist Indymedia sicherlich immer noch durchaus praktisch, aber alle Leute, die dieses Etikett nicht mit sich rumtragen, findet man dort eben nicht. Also ich denke, es ist einfach notwendig, dann, wenn du viele Leute erreichen willst, unterschiedlichste Plattformen zu suchen. Und das ist auch nicht nur im Netz, sondern auch durchaus anderswo. Es ist ein anderes Problem, das ist schon mal kurz angedeutet worden, finde ich. Da gibt es ja auch schon inzwischen ein Vokabel für Slacktivism, also sozusagen die Simulation von politischem Aktivismus im Netz. Dadurch, dass du wirklich für jeden politischen Zweck irgendwo draufklicken kannst und wenn dann 100.000 Leute eine Petition angeklickt haben, simulierst du dir, du hättest irgendwas getan, hast die ganze Zeit dabei zu Hause auf dem Sofa gesessen und es bewegt sich in der realen Welt. Und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gehauen, dass ich den Begriff benutze, aber jedenfalls also in der Offline-Welt bewegt sich noch gar nichts, nur weil irgendwelche Leute irgendwo draufklicken. Das finde ich tatsächlich dann auch noch ein wirklich großes Problem, weil mir wesentlich lieber ist, wenn die Leute, ja, oder Clicktivism, sonst dann nichts tun, außer irgendwo zu twittern, dass das aber jetzt echt eine große Schweinerei war, dass irgendwo irgendwas passiert ist. Nur das Wasser und nicht eine Frage. Ja. Dann. Ja, ich denke auch mit dem Öffentlichkeitsbegriff klar. Ist das jetzt besonders problematisch. Aber wir wissen auch, wenn man ein bisschen länger schon drin ist, dass diese Sachen sich auch rasch wieder ändern können. Das heißt, wir können natürlich auch auf Dauer, auf lange Sicht sagen, naja gut, vielleicht möchten wir die Öffentlichkeit, die wir gerne haben, möchten, gemeinsam gestalten. Das Netz ist für mich immer noch ein bisschen, hat eine offene Struktur. Darum sind jetzt heute Abend auch so viele Leute hier. Wir wissen, dass es um etwas geht, und dass wir gemeinsam die Richtung bestimmen. Und das heißt, Volker, dass die Frage für dich ist offen und das ist auch und das ist auch richtig so und darum sitzen wir hier und diskutieren über Facebook, ja, wenn das alles schon entschieden wäre, ja, aber nee, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht entschieden, ne? Und das ist genau das Spannende daran. Deswegen habe ich zum Beispiel auch selbst diese Begriffe von Öffentlichkeit überhaupt nicht abgeschrieben. Ich denke, das ist durchaus wieder neu machbar ist. Ja, also ich weiß nicht, ob Facebook jetzt sozusagen die neue Gegenöffentlichkeit wird oder ob die auf der Plattform Facebook, sage ich mal, lieber sich entwickeln wird. Vielleicht in Einzelfällen schon mal, aber ich sehe eher so, was vielleicht mag auch an mir liegen, Twitter da als mit mehr Potenzial und natürlich die ganze Blogosphäre. Im Hintergrund läuft ja ein ganz anderes Problem. Im Hintergrund läuft ja das Problem, dass mit dem Internet sich diese klassischen nationalen, großen, massenmedialen Öffentlichkeiten ja irgendwie fragmentieren. Und sozusagen, was hier in dem Buch auch dann in dem einen Kapitel zu Öffentlichkeiten als Issue Publics, also themenspezifische Öffentlichkeiten auftaucht. Jan Schmidt von der Uni Hamburg hat viel über persönliche Öffentlichkeiten geschrieben und so. Also das, was ich mir sozusagen in meinem kleinen Internet-Universum zusammenklicke, ne, die Leute, denen ich folge und die Blogs, die ich lese und so, auch so als Echo-Chambers. Das wird oft, auch Habermas und so Leute haben da ja vorgewarnt. Ne. Ich sehe da auch im Moment ein demokratisches Problem sozusagen drin, wenn es nicht mehr einen integrierenden gesellschaftlichen Diskurs gibt. Aber das Spannende ist, glaube ich, dass nach und nach da jetzt über diese Tools
und dann über auch verschiedene Plattformen hinweg und sowas, sozusagen diese themenspezifischen Öffentlichkeiten auch sich wieder verknüpfen. Ja, dass plötzlich die ganzen Internetfreiheitskämpfer sich für die Occupy-Leute interessieren, ne? Und da so andere Sachen plötzlich dran randocken. Und das aber grenzüberschreitend. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie kriegt man das dann sozusagen auf der nationalen Ebene, wo es ja auch immer noch dann die politischen Institutionen gibt und sowas, die irgendwie beobachtet werden müssen, hin. Aber so, das hat aber mit Facebook, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Facebook ist ja nur ein Teil von ganz vielen Plattformen, und so wie ich Facebook mitkriege, ist das nicht mal unbedingt das Politischste. Ich weiß eigentlich nicht genau, was jetzt das Problem des öffentlichen Rundfunks durch Facebook ist. Genau, es ging die Verbindung, ist schon klar. Es ging, also ihr hattet jetzt alle primär geantwortet auf die Gegenöffentlichkeit. Meine Frage zielte auf die Öffentlichkeit, genau in diesem habermasianischen, emphatischen Sinne von, das ist der Ort, wo deliberative Demokratie stattfindet, wo Meinungen zusammenkommen, wo Sachen gefiltert werden, wo sozusagen die Gesellschaft... Also Anne, du hattest das gesagt. Das passiert doch gerade. Jetzt reden doch auch wenn die man Grünen mit der Gesellschaft in Kontakt kommen will, dann Facebook ja. Also das ist ja diese Idee. Wo ist die Gesellschaft? Das war eigentlich meine Frage. Gerd, du dazu nochmal? Nee, ich wollte nur auf diesem Buch nochmal von Elie Pariser, der vierte Bubble, hinweisen, weil das hier noch gar nicht richtig diskutiert wird, aber er warnt dafür, diese Personalisierungen, die da auftreten. Die Öffentlichkeit ist meine Öffentlichkeit, ne? Also dieses Problem, dass ich gestalte die Welt so, wie ich möchte, und höre nur die guten Nachrichten und so weiter und so weiter. Ist das eine große Bedrohung, und das wird in den nächsten Jahren eigentlich schlimmer, denke ich. Also in dem Sinne wird die Fragmentierung von dieser Restöffentlichkeit, die irgendwann mal sehr groß und bedeutsam war, nur weiter voranschreiten. Wenn ich gesagt habe, wenn du die Gesellschaft erreichen willst, dann musst du zu Facebook, dann ist das gewissermaßen der aktivistische, ganz, ganz praktische Standpunkt einfach, weil ich glaube, dass das nützt nichts, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass die Öffentlichkeit da und da stattfindet, und nur dort bewege ich mich, weil im Zweifelsfall rede ich dann an ganz vielen Menschen vorbei, weil die einfach nicht da sind, wo ich finde, dass sie da sein sollten. Insofern ist Facebook nötig, weil da viele sind und ich eben hoffe, möglichst viele auch unterschiedliche Menschen zu erreichen. Und mehr aus einer, vielleicht nicht ganz so aktivistischen Perspektive würde ich sagen, müssen wir aktiv dagegen ankämpfen, dass Facebook diese Öffentlichkeit wird, weil das ja auch ganz viele Leute ausschließt. Also es bewegen sich zwar immer mehr Leute da rein, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei Facebook sind oder dort nicht sein können, sei es wegen... keinem Internetzugang, mangelndem Zugang zu Technik an sich. Und die will ich ja auch erreichen. Ich kann ja nicht eine Teilgesellschaft simulieren, die faktisch eine Teilgesellschaft ist, weil sie eine ganze Reihe von Leuten ausschließt. Und das wird immer so sein. Und das ist für mich dann auch politisch zentral zu sagen, das darf Facebook eigentlich nicht werden. Ich werde mich vermutlich da nicht unbedingt durchsetzen können, aber ich werde auf jeden Fall mit allen Kräften versuchen, das, soweit es geht, zu verhindern. Und ich finde es dann wieder auch persönlich wirklich wahnsinnig nervig, dass viel mehr an Kommunikation auch von Leuten, die politische Interessen haben, sich zu Facebook verlagert, zu diesen albernen Facebook-Gruppen, die nicht vernünftig funktionieren, wo man nichts mehr wiederfindet, wo Leute, die verweigern, einen Facebook-Account zu haben, nicht dran teilhaben können und so weiter und so fort. Das ist alles echt ganz schrecklich. Bevor ich Sie dran nehme, eine Frage aus dem Chat, die etwas dazu passt. Wir befinden uns in einer Situation, in dem jeder Mensch mit jedem Menschen, egal wo er denn ist, kommunizieren kann. Was bedeutet das eigentlich, was heißt denn das für unsere Arbeit, für die Gesellschaft? Das hat was mit dieser Öffentlichkeit jetzt zu tun. Ist es dann eine weitere Fragmentierung oder kommt dann doch irgendwas zusammen in irgendeiner Form? Ist das Große dann doch etwas, was sich aus den Fragmenten gut zusammensetzt, aber wir reden dann eher vom Puzzle als von etwas, was nicht zusammenpasst?
Habt ihr darauf eine Antwort auf diese Frage? Ich kann Was heißt es für dich? Ich habe darauf gewiss keine wirkliche Antwort. Das ist auch eine sehr offene Frage. Eine Utopie. Ich verstehe die Frage auch eher hin in der Richtung, dass jeder mit jedem, also einzeln kommunizieren kann, nicht im Sinne von Öffentlichkeiten. Ja, genau. Und ich glaube, dass die Frage war auch, was ist der Effekt davon, was bewirkt das? Und ich glaube, das bewirkt unglaublich viel Stress. Also wie schön waren die Zeiten, als ich im Wald allein spazieren gehen konnte und war nicht erreichbar und war für mich. Und wenn all das einmal wegfällt sozusagen, dann bin ich ja immer kommunikativ Teil etwas Größerem, von etwas Größerem. Und ich stelle mir das jetzt eine spontane Antwort erstmal als sehr stressig vor. Okay. Ja, bitte ich glaube, kurze Moment. Ja. Da möchte ich dann kurz gegenhalten. Also ich wohne seit ein paar Monaten am Waldrand und gehe da gern spazieren, aber listen auch immer zwischendurch gerne mal, was bei Twitter so los ist, parallel. Das kann man auch gut kombinieren. Ich glaube, das ist, also natürlich, das betrifft auch diese Affluenz wieder, ne, was Gerd da hatte und so. Das ist manchmal auch noch sicherlich zu viel oder so, aber ich glaube, das ist auch so ein kultureller Prozess, der gerade stattfindet. Das wird vielleicht für Leute, die irgendwie in 20 Jahren hier als alte Säcke sitzen, irgendwie schon total normal sein, weil die das von Kindesbeinen an gemacht haben. Also ich denke manchmal da so an die Borg aus Star Trek. Kennt ihr da alle? Raumschiff Enterprise, Next Generation. Die immer mit allen anderen Klamotten eher nicht so besonders. Ja, ne? Gut, die, okay, das geht heute stylischer und die Technik sieht auch schicker aus und so. Aber die Idee bei den Borg ist ja, dass sie immer mit allen anderen Borg-Drohnen verknüpft sind, oder zumindest mit denen aus ihrer Gruppe oder so, und immer sozusagen deren Gedanken hören. Und wo ich drauf warte, ist ein Twitter-Client, wo ich einfach mein Handy Ohrstöpsel rein und der mir das immer vorliest, wenn was kommt. Da muss ich nicht die ganze Zeit drauf gucken und kann auch beim Fahrradfahren noch Twitter hören. So. Das wäre sozusagen das am nächsten an den Borg dran. Das Interessante bei den Borg ist aber, gut, die waren nicht so gestresst, das hatte andere Gründe. Die hatten auch nur ein Ziel, irgendwie andere Kulturen zu assimilieren. Das wollen wir halt nicht unbedingt, vielleicht nicht alle. Aber das Interessante an den Borg ist, die waren sozusagen, sind die einzige bekannte Gesellschaftsform, die sowohl totalitär ist, als auch nicht hierarchisch. Damit gut, aber das nur so als zum Thema Post-Privacy. Okay. Also ich meine, das mit dem Stress sozusagen, das... Ich glaube, das wird sich auch geben. Die Leute gewöhnen sich dran oder stressen sich dann sozusagen irgendwann nicht mehr, sondern lernen so, ich war jetzt mal einen halben Tag nicht auf Twitter, ist egal. Also ich hänge auch nicht jeden Abend in der Kneipe und kriege den neuesten Funk aus dem Kiez mit. Aber wenn ich mal da bin, ist halt nett. Ich finde die Idee, dass das so oder so kommen wird und dass wir irgendwann immer zu alle online sind und irgendwann unsere Privatsphäre verloren haben, weil sowieso alles miteinander verknüpft ist, ist mir zu fatalistisch. Mag sein, dass das so kommt. Das wird sowieso in 10 Jahren sicher alles ganz anders aussehen, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können. Und gleichzeitig hat das aber, abgesehen davon, dass es einfach echt angenehm ist, ab und zu mal ohne Twitter alleine im Wald zu sein und ohne Mikrofon im Schlafzimmer in Ruhe sein zu können, das kann ich aus eigener Erfahrung beisteuern, dass das nicht angenehm ist, immer zu wissen, dass da jemand ist. Finde ich, hat das auch noch andere Aspekte. Ich würde jetzt wäre ich gerne noch vernetzter, als wir gerade sind und würde jetzt gerne einen Link anbieten können. Und zwar hat Antje Schrupp gerade eine Rezension von Christian Hellers neuem Buch über Post-Privacy geschrieben und daran hat sie einen Gedanken entwickelt, den ich total interessant finde. Die ist nicht so Post-Privacy-feindlich, wie ich das bin, sagt aber auch, dass sie da ein Problem sieht. Wenn nämlich immer alles öffentlich ist, dann fällt ein Moment weg, was es im Moment noch gibt, nämlich das, wie Gedanken und Ideen entstehen. Und zwar entstehen momentan Ideen, wenn wir neue haben, einfach neue Impulse, die wir in die Gesellschaft auch reingeben, in einem geschützten Raum. Die haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln und auch nicht in einer totalen Öffentlichkeit stattzufinden, sondern ich habe eine Idee und bevor ich die in die Welt twittere oder aufschreibe, denke ich darüber nach, dann diskutiere ich sie mit Freunden und überprüfe, ob ich die vernünftig finde oder vielleicht ganz falsch. Und wenn dieser Raum fehlt, weil es alles in einer totalen Öffentlichkeit, in einer permanent vernetzten totalen Kommunikation stattfindet, dann fehlt was ganz Zentrales. Und das finde ich einen sehr guten Gedanken. So, okay, jetzt bitte ja. Sie. Gut, ich habe kurze Frage. Also denken Sie, dass
können zum Beispiel in 10 Jahren wirkliche Alternative zum Facebook kommen. Also Facebook erreicht zurzeit fast 1 Milliarde Menschen. Und denken Sie, dass möglich ist, dass kommen wirkliche Alternative, Non-Profit-Alternative? Dazu gleich noch eine Frage aus dem Chat. Wir sprachen vorhin von Pseudonymen etc. Zuckerberg fragt, wenn Facebook und Google Plus üble Datenkraken sind, welches sind die Alternativen und wie bekommen wir die Menschen dorthin zu diesen Alternativen? Vielleicht das mit reinnehmen, aber vor allen Dingen eine Antwort auf diese Frage bitte. Also ich finde es immer schwierig, irgendwie solche Aussagen über die Zukunft zu treffen, aber was man, glaube ich, schon sehen oder zumindest sich vorstellen könnte, wäre ja, dass dieser Trend, also gerade hin zur Personalisierung, der einfach im Moment sehr, sehr klar bei Facebook ja auch, also dass das immer, also wir waren gerade schon bei der Filterbubble, dass sich quasi diese Enge irgendwann auch einfach so stark bemerkbar macht, dass das irgendwann einfach aufdringlich wird und nervt und Leute vielleicht auch irgendwann mal, das wäre jetzt der Anschluss vielleicht an diese Verbindung zu allen möglichen Leuten in der Welt, dass man irgendwann auch wieder danach sucht, irgendwie Verbindungen zu finden, die einfach überraschend sind und irgendwo hingehen in eine Richtung, die man noch nicht kennt. Und dass da vielleicht irgendwann mal so ein Punkt oder kommt, wo es vielleicht doch plötzlich eine andere Alternative gibt, die in eine andere Richtung geht. Ich glaube aber, jetzt so richtig quasi jetzt schon Tendenzen auszumachen bei Facebook selber, wo man sagen könnte, das führt notwendigerweise irgendwo hin, wo es nicht mehr weitergeht oder da sind schon die Alternativen, die quasi in der zweiten Reihe stehen, ist schwierig, weil das wird wahrscheinlich eher es ist, glaube ich, schwierig, solche Punkte vorauszusagen, wo dann plötzlich eine ganze Masse irgendwo anders hingehen wird. Also ich glaube, es gab vielleicht einmal, als es diese ersten Selbstmordmaschinen irgendwie im Web 2.0 gab, gab es so einen Punkt, wo mal kurz sowas anklang, dass man dachte, okay, jetzt ist es vielleicht dann plötzlich gar nicht mehr so cool, bei Facebook zu sein und jetzt gäbe es so eine Welle, wo die Leute aussteigen. Aber ich glaube, weiß nicht, ob du das auch im Text drin hattest, dass das ja irgendwie letztendlich eine verschwindend geringe Menge von Leuten war, die das eigentlich gemacht haben. Und diese Netzwerkeffekte, die einfach letztendlich ja dann doch dazu führen, dass da, wo das Netz am größten ist, auch der Vorteil einmal für die Unternehmen, andererseits aber auch für die Nutzer am größten ist, wird das Ganze wahrscheinlich erstmal am Laufen halten, noch eine ganze Weile. Also davon sind wir ja auch jetzt erstmal ausgegangen, dass das jetzt in den nächsten Jahren uns erstmal weiter begleiten wird, dieses Phänomen. Aber du sagst jetzt nicht das böse Wort vom Alternativlos. Nein, alternativlos auf keinen Fall. Also ich meine, die Alternativen sind ja auch schon da. Aber eben gerade wegen dieser Netzwerklogik, dem das Ganze folgt, bräuchte man halt wirklich einfach eine Massenbewegung, die irgendwo anders hingeht, damit da überhaupt, also Diaspora oder so, vielleicht überhaupt erstmal sowas wie eine Community entstehen kann. Ja, politisch ist die Massenbewegung schon da, ne? Sie heißt Occupy. Und wenn man überlegt, ja, jetzt in der heutigen Krise, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein Massenexodus auftritt. Aber ich denke, Facebook wird sterben aus kollektiven Langeweile. Das ist natürlich was die Firma am meisten befürchtet. Und schau mal, was mit MySpace passiert ist, ne? Innerhalb von wenigen Monaten passiert da gar nichts mehr und niemand kümmert sich richtig darum. Ich glaube, MySpace hat auf dem Höhepunkt doch sowas wie 120 Millionen Benutzer, nicht? Das ist eine erhebliche Zahl. Und ich denke, dass was Alternativen angeht von Facebook, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass Facebook Mainstream ist und dass die sozialen Netze, die wirklich interessant sind, das sind kleinere Teil
Öffentlichkeiten, wenn du, oder Teilnetze. Das wird sehr cool sein und das wird eben Sinn machen. Aber ein richtiges Alternativ für Facebook ist natürlich etwas, was überhaupt nichts mehr mit Facebook an sich oder als solches zu tun hat. Ja, das ist die Evolution des Netzes. Ja, es baut vielleicht noch auf, es nimmt einige Elemente mit, aber die Grundstruktur, die Grundgedanke ist eine völlig andere. Und das wäre meine Einschätzung. Da habe ich noch zwei Wortmeldungen von Ralf und von Oliver und dann kommen Sie dort hinten dran. Ja, also direkt zu der Frage nochmal. Ich sehe nicht, dass sozusagen das nächste große Ding, das was nach Facebook kommt, irgendwas nicht kommerzielles sein wird oder so. Das war ja Teil der Frage, ne? Wenn es irgend sowas in der Richtung sein kann, dann glaube ich nur, wenn es nicht eine Plattform ist, sondern ein Protokoll. Und dann können sich eben auf Basis von so einem Protokoll kommerzielle und nicht kommerzielle und so weiter verschiedene Alternativen entwickeln, die aber dann alle in der Lage sind, miteinander zu reden. So wie E-Mail auch. Ne? Ich glaube, Facebook wird sterben, weil da ein Generationenwechsel stattfindet. Das wäre eher meine These. Ne? Wenn sozusagen nicht ja, so ein bisschen, genau. Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich eher Generation C64 hier oder sowas. So, dass das, ich meine, AOL war auch mal das große Ding irgendwo Mitte der 90er. Irgendwann fanden es alle total langweilig und doof und sind woanders hingegangen. Aber ich glaube, also ich bin da nicht sicher. Es könnte auch sein, dass wir einfach von Facebook nicht mehr wegkommen. Das Ding ist einfach zu groß, ne? Too big to fail sozusagen. Was nicht heißt, dass sie irgendwie dann staatliche Bailouts kriegen oder sowas, das brauchen sie glaube ich gar nicht, sondern was einfach heißt, dass es inzwischen so eine verbreitete Plattform ist, dass man quasi gezwungen ist, mehr oder weniger durch diese Netzwerkexternalitäten und so weiter, die schon angesprochen wurden, auf Facebook zu sein, um einfach gesagt, also, Sachen läuft, mitzukriegen. Das läuft über die Identifizierungsgeschichte, diese. Ja, wie weit da Facebook eine Rolle spielen wird, sehe ich noch nicht. Aber so, aber ich glaube, wenn man da was politisch nachsteuern will und das nicht will, dass Facebook sozusagen sich so festzeckt, weil einfach alle da sind und man dann nicht mehr weg kann, weil einfach alle anderen ja da sind und so, dann braucht man, muss man sozusagen politisch intervenieren. Und wenn man annimmt, dass Facebook sozusagen ein Netzwerk ist und das Problem auch diese Netzwerkeffekte sind, dann ist vielleicht das mal irgendwann ein Fall für die Bundesnetzagentur. Dann braucht man eben auch Unbundling-Regelungen und Durchleitungsregelungen für die letzte Meile und Universal Service-Regelungen, dass die eben auch mit anderen Plattformen sprechen müssen und solche Geschichten. Das sind ja ähnliche Effekte wie beim Eisenbahnnetz oder beim Telekom-Netz oder so, nur auf einem anderen Layer. Ich glaube, da muss man mal drüber nachdenken. Oliver? Gut, jetzt wurden eigentlich schon sehr viele von den Punkten auch aufgegriffen, die ich im Kopf hatte. Also genau, die Frage des Protokolls ist, glaube ich, eine ganz wichtige. Wenn es darum geht zu entscheiden, wie kann in Zukunft ein soziales Netzwerk aussehen, dann muss es darum gehen, dass die untereinander mit einem offenen Protokoll kommunizieren können. Dann ist nämlich jeder Person freigestellt, wo sie Mitglied werden möchte. Und das verhindert Facebook ja explizit, dass das der Fall ist. Das, was Red am Anfang sagte mit der Einführung von Identifikationsmaßnahmen, qua Facebook, das ist, glaube ich, wirklich eine große Gefahr, dass sich so wirklich die Maschine einschreibt in die Gesellschaft, wenn der Amtsgang über Facebook erledigt werden kann oder es ist ja alles Mögliche vorstellbar, dann ist das auch nicht mehr so schnell auszuradieren, dass das der Fall ist. In dem Moment, wo sich der Staat darauf so einlässt, ist wirklich viel Gegenenergie notwendig, um das wieder umzubiegen, glaube ich. Und das Dritte, habe ich vergessen. Das kommt noch. War Ihr Statement hier genau dazu oder was anderes? Wolltest du jetzt hierzu nochmal sprechen oder was auch was anderes? Okay, dann bitteschön. Mein Name ist Jens Hensel. Ich bin der muffligste Internet-Facebook-Nutzer, glaube ich, in Deutschland oder in Berlin vielleicht. Kein Foto drin oder wie? Doch, okay. Sieht sogar ganz gut aus. Dann Brille. Haben Sie nicht gewonnen. Also. Ja. Deswegen auch stressfrei, ja, das mal als Ergänzung. Anne Roth, eine Frage. Ich
eine Verständnisfrage. War Ihr Partner derjenige, der von der Humboldt-Universität geforscht hat über linke Gruppierungen in Berlin und dann in die U-Haft kam? Weil Sie hatten es meines Erachtens nur halb erzählt. Also ich kenne diesen Freund einen Fall. Ich war an der Humboldt-Uni und forschte über Gentrifizierung. So herum, genau. Dann kenne ich ja auch Ihren Fall, da wollte ich nochmal nachhaken. Weil unschuldig verfolgt ist natürlich das ziemlich Übelste, was passieren kann. Zweite Frage. Generation Facebook ist ja eine weltweite Generation, weltweite Bewegung auch. Wir sind irgendwo alle eine Generation, vielleicht bis 45. Steht denn in eurem Buch auch irgendetwas über die Revolution in Ägypten? Die erste angebliche Internetrevolution? Gibt es da eine Meinung auf dem Podium? War es die erste Internetrevolution, Facebook-Revolution? Ja, erst die Herausgeber und dann... Gut, nehme ich gleich auf. Danke für den Hinweis, das fehlte auch vielleicht noch heute Abend. Wir behandeln die Frage in der Einleitung ein bisschen. Wir sehen das sehr kritisch. Also das geflügelte Wort der Facebook-Revolution, lehnen wir eigentlich erstmal so ab. Also aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst ist es, glaube ich, nicht abzustreiten, dass Facebook eine Rolle spielen kann in sozialen Umwälzungsprozessen. Warum nicht? Ist ja völlig logisch. Wenn man sich aber konkrete historische Ereignisse anschaut, zum Beispiel in Ägypten, sieht man, dass der Internetzugang in entscheidenden Phasen überhaupt nicht vorhanden war. Viele andere Fragen spielen eine Rolle. Wer hat eigentlich Zugang dazu? Wer ist ausgeschlossen davon? Insofern, das geflügelte Wort der Facebook-Revolution ist eigentlich eines, was das Medium unglaublich wichtig macht und die sozialen Prozesse dahinter versteckt. Und darum, das ist erstmal unsere These dazu. Und euch noch? Gerd? So. Also mir fällt höchstens noch ein Beispiel ein, was ich jetzt zufällig gestern, es hat jetzt gestern und heute gerade im Deutschen Technikmuseum hier in Berlin eine Veranstaltung, die nie hieß Wissen und Macht stattgefunden. Da war eine tunesische Aktivistin, die mit einem leichten Stöhnen diese Frage in Empfang genommen hat und gesagt hat, dass Social Media in Tunesien keine Rolle gespielt hat. Und zwar wörtlich so, also dass das für die Organisierung der Aktivitäten in Tunesien keine Rolle gespielt hat. Das hat sie nicht so im Detail ausgeführt. Ich persönlich kenne mich in Tunesien überhaupt nicht aus. Ich habe aber, also dieser Satz, der war nicht relativiert in keiner Weise. Der war, Social Media haben in Tunesien keine Rolle gespielt. Aber ich glaube, sie haben eine Rolle gespielt, um das außerhalb von Tunesien wahrnehmbar zu machen, das oder? Das ist ja ein ganz anderes Phänomen, dass hier sozusagen der Eindruck entstanden war, dadurch, dass wir bei Facebook die drei Leute verfolgen, die aus den jeweiligen Ländern die Informationen rauslenken und insbesondere auch die Journalisten den Eindruck hatten, sie wüssten genau, was vor Ort stattfindet und das entsprechend beschrieben haben, hier ein Abbild von etwas entstanden ist, was vor Ort, wenn man dem Glauben schenken darf, wie gesagt, ich kenne mich echt gar nicht aus, offensichtlich ganz anders aussah. Ja. Ja, ich hoffe, dass Facebook nicht zur nächsten Staatsmaschine wird und die Killer-Applikation für den elektronischen Personalausweis abgibt oder ähnliches. Also ich habe da relativ wenig Bedenken. Google ist zwar in die Richtung eher aktiv geworden, aber ich glaube nicht, dass wir das als ernstzunehmendes Szenario vor uns haben. Ich habe eine Frage, die richtet sich vor allem an die Herausgeber, aber natürlich auch an den Rest des Podiums. Was man mit Facebook erlebt, ist sowas wie eine doppelte und dreifache Ökonomisierung des Sozialkapitals von Verbindungen. Das ist wunderbar ausbeutbar und für die Werber interessant. Es heißt aber auch irgendwie für mich eine Veränderung von immaterieller Arbeit. Und das ist die Frage, also es wurde ja die wunderbare Langeweile erzählt, aber für viele Leute ist das mittlerweile die Hauptsache, nicht nur in Facebook, sondern eben auch in die anderen Kanäle Tag für Tag hinein zu kommunizieren. Mich würde interessieren, welche Beiträge bei ihr im Buch habt. Ich glaube, es sind ein paar, die das auch reflektieren und welche Diagnose sie wirklich für die immaterielle Arbeit anno 2011 bieten. Ja, also danke auch nochmal für den Aspekt, der vielleicht auch noch nicht so ganz zum Tragen gekommen ist. Also immaterielle Arbeit ist ein ganz zentrales Konzept, also von mehrerer Beiträge, ein ganz zentrales Konzept mehrerer Beiträge in dem Buch. Es geht ja um eine Art von Arbeit, die
eigentlich nicht mehr von Freizeit zu unterscheiden ist, also und auch nicht mehr in so einer Art von eigentlich Konfliktverhältnis zwischen quasi Arbeitgeber oder und Arbeitnehmer in so einem traditionellen Verhältnis stattfindet, sondern also wie Sie gesagt hatten, immer größerer Teil des Sozialkapitals, wenn Sie es jetzt so nennen wollen, aber auch des Lebens einfach wird in Arbeit überführt. Aber in dem Fall natürlich erstens in nicht entlohnte Arbeit und zweitens in eine Arbeit, die freiwillig stattfindet. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der auch jetzt in der Diskussion vielleicht noch gar nicht so richtig so weit zum Tragen gekommen ist, dass die Nutzer einfach sehr viel aus Eigenantrieb da reinbringen. Und wenn man das jetzt so als in dieser Diskussion immer so sehr diese Gegenpole quasi Nutzer hier, Facebook da aufbaut, man eigentlich das wenig zu greifen kriegt, dass eben diese Freiwilligkeit und dieses sich auch dieser Aktivierungsteil des Ganzen da auch eigentlich eine ganz große Rolle spielt. Gerade die ersten 3-4 Beiträge des Bandes gehen also nochmal ganz explizit eigentlich darauf ein, wie sich der Charakter der Arbeit auch verändert hat, welche Rolle die Verdatung dabei spielt und wie dieser Drang auch zur Selbstaktivierung die entscheidende Rolle spielt. Willst du noch was? Ergänzung von euch, also auch außerhalb des Buches zu dieser Frage? Ich würde kurz noch was zum Buch sagen, zu dem Aspekt. Also sozusagen eher als sozusagen Rezensent und Kritiker. Also ich fand es total gut, dass dieser Aspekt mal so breit auch aufgemacht wurde, weil man das sonst total vermisst in der ganzen Debatte über die ganzen Social Platforms und so weiter. Aber da hat man dann schon gemerkt, dass da teilweise auch noch einiges an Diskussions- und Nachdenkensbedarf einfach da ist. Ne? Und so, witzig fand ich diesen Marc Andrejewitsch, oder wie der heißt, in dem ersten Beitrag dazu, Facebook als neue Produktionsweise, wo er das so vergleicht mit der ursprünglichen Akkumulation nach Marx und dann so Sätze kommen wie, ich muss das mal eben vorlesen, das war einfach zu lustig, bevor es einen landwirtschaftlichen Kapitalismus und die Lohnarbeit geben kann, auf der er basiert, müssen einerseits private Besitzrechte über Land und andererseits eine Arbeiterschaft eingeführt werden, die für ihren Lebensunterhalt nur ihre Arbeitskraft eintauschen kann. So, jetzt kommt der Analogieschluss. Und bevor es einen Informationskapitalismus geben kann, muss einerseits ein System der privaten Kontrolle über produktive Informationsressourcen und andererseits eine bürgerliche Vergesellschaftung etabliert werden, in der keine andere Wahl besteht, als sich der Kontrolle über persönliche Informationen zu unterwerfen, um im Austausch Zugang zu diesen Ressourcen zu erlangen. Das finde ich einfach sehr gewagt, dann das so zu übertragen. Das könnt ihr auch gerne weitergeben an den Autor. Ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz, weil es eben auch andere Güter sind und so weiter, Immaterialgüter, und das einfach nicht so funktioniert. Ich eigne mir Land an und kann es dann sozusagen auch verkaufen oder darauf irgendwas bauen oder produzieren, sondern wenn ich bei Facebook irgendwie Informationsressourcen einstelle, gehören die auch auf eine gewisse Art und Weise immer noch mir, aber auch der Plattform. Also das funktioniert, glaube ich, nochmal ganz anders, weil es eben Immaterialgüter sind. Aber die Debatte müsste stärker geführt werden, wie gesagt. Und deswegen fand ich es total gut, dass dieser Schwerpunkt so ein bisschen auch in dem Buch drin ist. Ich verstehe deinen Einwand jetzt. Möchte ich kurz was erwidern, weil ich gerade nicht... Okay, du meinst Immaterialgüter-Differenz. Es besteht darin, dass die halt die kannst du kopieren, im Unterschied zum Apfel. Gut. Da gibt's natürlich eine Differenz, aber auf der anderen Seite... Das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist ja zu sagen, wie findet hier eine Akkumulation statt von den Kommunikationsäußerungen der Leute, die Facebook benutzen? Wie wird hier das, wie kann die Maschine Facebook, wie macht die das, dass die Maschine Facebook, monetarisiert sie diese Äußerungen? Und da geht es ja auch ganz explizit um die dahintergestellten Firmen, die beispielsweise diese Spiele anbieten. Farmville ist sehr bekannt. Einfach die ein Produkt testen wollen, wie wird das irgendwie gesehen in der Facebook-Community, in einem bestimmten. Und diese Form der Monetarisierung der Kommunikationsäußerung, die ja sozusagen hinter dem Rücken der Beteiligten stattfindet, das ist, glaube ich, die Folie, auf der argumentiert. Was woanders Gamification heißt. Ne?
Gamification, also die Verspielerisierung, oder wie heißt das auf Deutsch? Mir scheint es, wir sind in der nächsten Debatte. Mir scheint es, wir sind in der nächsten Veranstaltung. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen und würde jetzt noch mal nur ganz kurz zum Abschluss die beiden Herausgeber fragen. Ihr habt jetzt die Debatte verfolgt hier. Ihr habt schon verschiedene andere Debatten gehabt um das Buch herum. Ist es das, was ihr damit erreichen wolltet? Seid ihr damit zufrieden oder so nach dem Motto, jetzt müssen wir noch mal nachlegen, nach dem Motto, was ist euer nächstes Projekt in diesem Bereich? Keine Zusammenfassung, sondern. Nein, also ich denke, von den Themen, die wir jetzt besprochen haben, ist es ungefähr das, was wir abgedeckt haben mit dem Band und auch abdecken wollen und auch die Richtung, in die eigentlich die Diskussionen weitergehen müssen, unserer Meinung nach. Da sind natürlich jede Menge Fragen offen, auch wie es genau weitergehen kann. Erwartung wäre jetzt, weiß ich nicht, dass alle aus Facebook rausgehen, wäre schön oder so. Ne? Aber ich glaube, so richtig, also es geht ja, also ja, also ich würde sagen, das ist, also die Anstöße, die wir hier jetzt hatten und auch die Richtungen, die wir uns angeguckt haben, sind eigentlich so die, was wir uns von dem Buch auch erhofft haben. Unser nächstes Projekt ist, das Buch auf Englisch rauszugeben, was eigentlich schön wäre und auch wirklich viele der englischsprachigen Autoren gesagt haben, dass es einen Bedarf dafür gibt, auch im englischsprachigen Raum. Und wir da halt wirklich hoffen, nochmal auch einige dieser Perspektiven, die so, glaube ich, auch nicht unbedingt in der amerikanischen Debatte geführt werden, vielleicht nochmal ein bisschen in die Richtung weiterzubringen. Ja, herzlichen Dank an das Podium, herzlichen Dank an Sie für Ihre Fragen, für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören. Kommen Sie gut nach Hause am 11.11. Vielen Dank. Applaus